Fabian, noch zwei Siegen in Folge ist der Erfolgslauf vorerst gestoppt von FC Südtirol. Woran hat es gelegen, dass heute nicht drei Punkte eingefahren worden sind? Ja, genau, heilig ist schwer zu sagen, aber ich glaube, wir haben wirklich ein positives Spiel gespielt. Wir haben eben wenig Zeit gehabt, Spiel vorzubereiten, aber ich glaube, wir haben es wirklich gut gemacht, gut im Ball gespielt und ja, wie gesagt, wir haben oft geflankt und vielleicht hat es ein bisschen vorne gefallen, dass wir nicht oft im Ball gerutscht haben und dass wir weniger Leute in den Strafraum waren. Aber wie gesagt, das Spiel war recht positiv und wir müssen jetzt schauen, dass wir Sonntag, für Sonntag das, richtig, das Spiel gut vorbereiten, weil Sonntag ist wieder ein wichtiges Spiel, wo man die drei Punkte unbedingt holen muss. Du hast das nächste Spiel angesprochen in Verona gegen Virtus. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, nein, es ist schon eine schwarze Saison. Ich glaube, dass die Saison eigentlich recht schwer ist. Alle Mannschaften sind wirklich gut und wie gesagt, jetzt müssen wir es die nächsten Tage gut vorbereiten und erholen und das nächste Spiel versuchen zu gewinnen. Drei Meisterschaftsspiele sind gespielt, dazu die Pokalspiele. Wie fällt dein Zwischenfazit aus? Wie ist das Spiel auf dem Feld? Wie ist die Abstimmung mit den Mitspielern? Nein, ich glaube, wir haben recht gutes Positives gezeigt. Wie gesagt, fünf Spiele bis jetzt gewonnen, einen ausgeglichen, nie verloren. Keine Tore kassiert, deshalb recht positiv. Wie gesagt, wir müssen live weiter so, dann viel, viel arbeiten und uns viel verbessern. Dankeschön.